Also erstmal war die Idee, ein Hundeschwimmbad zu bauen, ich glaube, da hat jeder drüber gelacht. Also es kam mir auf jeden Fall so vor, das hat keiner wirklich ernst genommen, Schwimmbad für Hunde. Das waren auch alle, die hier auf dieser Baustelle gewesen sind. Die einen haben gemeint, ich baue das für meine Hunde. Die anderen haben gedacht, die hat einen Knall oder so. Also es hat keiner eigentlich wirklich ernst genommen. Natürlich geht es auch ohne Schwimmbad, aber für mich gehört das Schwimmen einfach zur Physiotherapie dazu. Üblich sind die Unterwasserlaufbänder, das haben eigentlich relativ viele. Und das ist nicht meins. Also die haben ihre Berechtigung. Es wäre ganz toll, wenn man beides hätte, wenn man das Schwimmbad hätte und ein Unterwasserlaufband. Aber das ist natürlich eine Kostenfrage. Ja. Und für mich ist ganz wichtig gewesen, dass der Hund sich frei bewegen kann. Ich habe eine ängstliche Hündin, die kriege ich nicht in so ein Unterwasserlaufband. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Da ist es einmal der Kasten, es ist die Lautstärke, es ist der Motor, es bewegt sich was unterm Hund. Und für mich war eben wirklich wichtig, der Hund kann sich frei bewegen. Es ist tatsächlich so, dass auch bei Hunden Endorphine ausgeschüttet werden und die ein Glücksgefühl haben. Und wenn man so einen gelähmten Hund hat, den kann man zwar auch im Unterwasserlaufband bewegen, der wird in so eine Schlinge gehängt eigentlich und dann läuft das. Aber der Hund ist nicht wirklich glücklich und hier beim Schwimmen kommt er voran. Also der merkt, dass er selber aus eigener Kraft sich wieder bewegen kann und er hat Spaß dabei und das war mir wichtig. Ja, man kann all diese Therapien, also eigentlich reichen zwei Hände mal so als allererstes, aber es gibt so viele tolle Sachen wie den Strom oder wie Ultraschall. Warum soll man das nicht nutzen, wenn man die Möglichkeit hat? Also die Hunde kommen viel schneller auf die Beine wieder und ja, es ist so allumfassend. Das Schwimmen macht ja auch mehr als nur die Bewegung, es baut die Muskeln auf, es transportiert Schlacken weg, es wirkt auf die Lymphgefäße, auf die Blutgefäße. Man hat so ein Rundumpaket und der Hund ist hinterher müde. Es könnte jeder, es gibt Einschränkungen, es gibt Kontraindikationen zum Schwimmen. Das wären in der Regel Hunde mit Epilepsie und Hunde mit Herzkrankheiten, die nicht gut eingestellt sind. Offene Wunden oder sowas, wo Hautgeschichten sind, das schließt sich natürlich auch dann schon aus. Aber ich schwimme auch mit Epilepsiehunden, also einen habe ich aktuell. Und meine eigene Hündin ist herzkrank, die schwimmt auch, also die trainiere ich auf. Da ist eben nur wichtig, dass man wirklich all diese Vitalfunktionen, Puls, Atmung und sowas immer im Auge behält. Und bei diesem Epilepsiehund ist es so gewesen, dass wir keine andere Möglichkeit gefunden haben, weil auch eine Strombehandlung ist bei Epilepsie nicht unbedingt geeignet. Alles, was in irgendeiner Form Stress auslöst, und es war aber bekannt, dass der Hund gerne ins Wasser geht. Und auch das ist ein Hund, der lacht im Wasser, der macht das ganz alleine und ist gut. Und wir nehmen diesen Anfall gegebenenfalls in Kauf. Alles, also jeder, der einfach mit dem Hund schwimmen gehen möchte. Wassergewöhnung ist was ganz Tolles, also mit Welpen. Wenn Winter ist, kann man nun auch nicht so unbedingt in die Talsperre gehen. Und es ist, die kriegen auch eine Schwimmweste an, die gehen zu zweit schwimmen, also damit die auch ein bisschen Spaß haben. Und haben dann eben ein tolles Erlebnis. Viele haben nicht beim ersten Mal schwimmen so ein gutes Erlebnis. Es geht für übergewichtige Hunde. Das ist wirklich die harmloseste Art, Gewicht zu verlieren, ohne die Gelenke zu belasten. Alte Hunde, Hunde, die einfach nur mal müde werden sollen. Der wünschenswerte Weg ist, dass die Tierärzte sagen,
gehen Sie mal zur Physiotherapie oder dass die Tierärzte wenigstens eine Diagnose gestellt haben. Bei mir ist es leider so, dass die meisten Leute eine Tierarzt-Odyssee hinter sich haben. Die haben auch keine wirkliche Diagnose und die kommen dann zu mir so, können Sie nicht mal gucken? Und dann muss ich immer ganz, ganz deutlich machen, ich stelle keine Diagnose, ich kann das nicht. Ich kann nicht in den Hund gucken, ich habe nicht Tiermedizin studiert. Ich stelle allerdings fest, der hat irgendwo einen Schmerz, also das kann ich schon. Ich stelle fest, dass er nicht ordentlich läuft. Ich mache außer der Physiotherapie auch Osteopathie. Also das ist ein bisschen eine andere Form, den Hund abzutasten. Und ich habe bei dem ersten Befund, der manchmal wirklich bis zu 3 Stunden dauert, habe ich dann einen Befund, aber keine Diagnose. Ich bitte oft die Leute, nochmal zum Tierarzt zu gehen, irgendwas röntgen zu lassen oder so. Mache klar, dass ich keine Diagnose gestellt habe, aber ich behandle die Hunde trotzdem. Also, aber lieber ist es mir eigentlich, ich hätte eine tierärztliche Diagnose. Da sagen eben auch viele, warum soll der Hund denn ins Hallenbad? Wir haben ja, also ins Hallenbad in Anführungsstrichen, wir haben ja die Öster oder die Bigge oder sonst was. Ich bringe meinen Schwimmern bei, wie sie mit dem Hund schwimmen können in der Bigge, in der Öster, in der Sorpe im Sommer. Weil die Hunde, die zum Beispiel die alten Hunde, die haben sehr häufig Arthrosen. Und da ist es für die Gelenke Gift, wenn das Wasser zu kalt ist. Und da habe ich in der Regel samstags, das sind die alten Hunde, eine Wassertemperatur von 29 Grad. Und das ist gut für die Arthrosehunde. Die Hunde mit den Lähmungen, die brauchen ein bisschen kühleres Wasser im Prinzip, damit die Muskulatur mehr angeregt wird und alles. Da liegt die Wassertemperatur bei 25, 26 Grad. Das sind die Dienstags- und Donnerstagshunde in der Regel, die ein bisschen mehr Training brauchen. Also es macht tatsächlich was aus und es ist so ein Standard. Wenn ein Mensch ganz entspannt bis zum Oberschenkel ins Wasser gehen kann und es ist angenehm, dann ist es für den Hund, der jetzt nicht gravierende Probleme hat, auch angenehm. Ich habe einen Patienten, der ist von einem anderen Hund gebissen worden und hatte den ersten Halswirbel gebrochen und war komplett gelähmt. Da zahlt es die Versicherung des gegnerischen Hundes. Dann gibt es ja auch mittlerweile Hundekrankenversicherungen und die haben zum Teil die Physiotherapie auch mit drin. Allerdings sind meistens Erkrankungen wie HD, ED, das Gängige, ausgeschlossen und das sind aber meine Patienten mit der HD, der ED und so weiter. Auf jeden Fall. Also vor ein paar Jahren ist es so gewesen, da hieß es, jede Hüfte muss operiert werden und das möglichst frühzeitig. Aktuell seit letztem Jahr sagt man das nicht mehr. Da ist es so, dass von vornherein zur Physiotherapie geraten wird. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Wenn der Hund eine C-Hüfte hat, kann der massive Probleme haben und der mit der E-Hüfte hat gar keine Probleme. Es hat was mit Muskelaufbau, mit Gangschulung und allem zu tun und das natürlich möglichst beim jungen Hund und dann kann man sich ganz, ganz viel ersparen. Und mir ist wichtig, dass die Besitzer ganz viel lernen und ganz viel selber machen. Also ich schmeiße die fast zu mit Hausaufgaben. Ich weiß auch, dass es manchen ein bisschen viel ist, aber die können auch ihr Leben lang zu mir kommen, verdiene ich ja auch Geld mit, aber schöner ist natürlich, sie können es selber mit dem Hund umsetzen und mit dem dann. Das hat eine Länge von 4,50 Meter und ist 3,50 Meter breit, glaube ich. Es steht auf meiner Homepage. 1,20 ist die Wasserhöhe. Und ich habe da extra diese Therapiestufen drin, wo die Schnuppe vorhin auch drauf gestanden hat. Das ist extra so ausgelegt, dass sich die Hunde auch
manuell bewegen kann, also die jetzt nicht schwimmen oder so. Ich kann sie hinstellen und kann trotzdem im Wasser die Gelenke bewegen und habe damit auch den Wasserwiderstand und alles genutzt, aber der Hund ist nicht geschwommen. Und ich kann Unterwassermassagen machen. Da ist dieser Schlauchanschluss und alles, kann ich mit da reinziehen und kann das auch auf diesen Stufen machen.